Okay, Stimme geht auch offensichtlich ohne kaputt. Ja, dann begrüße ich Sie zum Vortrag über die 12-Sektor-Application. Was es ist, werde ich kurz erzählen. Ich werde es anhand von einem Beispiel, wie man das mit OpenShift entwickeln kann. Für diejenigen, die beim vorletzten Vortrag nicht da waren, also OpenShift ist ein Open-Source-Projekt, das ist OpenShift Origin frei zur Verfügung ist. Und basiert auf Docker und Kubernetes. Also Docker ist als Containerplattform und Kubernetes eben als Orchestrierungswerkzeug. Ja, mein Name ist Robert Baumgartner, ich bin Solution Architect bei Red Hat. Und Red Hat vertreibt dann das Produkt als OpenShift Containerplattform. Dazu gibt es eben dann Subscriptions und professionellen Support und alle die Dinge, die man da für den Enterprise-Einsatz haben möchte und haben kann und haben muss. Ja, ein bisschen was zur Aufheiterung. Humans have been problem solvers. Das ist so normal. Ja, wer kennt die Fortsetzung dazu? Until we've decided to become programmers. Also wir haben lange, lange Zeit Probleme gelöst. Die Developer, die machen jetzt wieder alles zunichte. Nur ein bisschen zur Aufheiterung des langen Tages. Ja, was ist 12-Factor-App? Was ist das eigentlich? Das ist also keine Erfindung von Red Hat, sondern das ist von Heroku, eine Methodology. Heroku ist ein Anbieter für Cloud-Services, die schon vor einigen Jahren Cloud-Services entwickelt haben und anbieten und haben also ganz leidvoll gelernt, was es bedeutet, hier wirklich Cloud-Services anzubieten und haben das also versucht niederzuschreiben. Sie haben es niedergeschrieben. Man findet es immer unter 12factor.net und beschreibt eben, was man dazu macht, um wirklich eben, wie es heute halt so gewünscht ist, solche Cloud-Services hier anzubieten. Gilt natürlich im Prinzip, wenn man also jetzt im vorletzten Vortrag da von der SAP gehört hat, die werden es in der einen oder anderen Art, ich kann jetzt nicht sagen, ob sie alle 12 Factors beachten, aber die haben in der einen oder anderen Art sich da immer auch eingelebt und gelernt. Was wichtig ist, OpenShift fordert das nicht ein, sondern es geht darum, einfach diese Dinge halt zu beachten. Und ich zeige einfach nur, wie das dann ausschaut in der tatsächlichen Nutzung. Das sind jetzt die 12 Factors, das beginnt also beim Codebase, geht über Dependencies, Configuration Management. Muss man sich jetzt nicht alle auswendig lernen, ich werde da durchgehen, allerdings nicht in der Reihenfolge, wie es da aufgeschrieben steht. Aber wir werden alle Themen berühren. Codebase ist vielleicht noch nicht in der Realität, aber dann doch immer wieder etwas unterschiedlich. Es geht einfach darum, hier eine Codebase zu haben, die revisioniert zu haben und aus der Codebase meine Deployments zu machen. Aber es gibt nur eine einzige Codebase. Man hat also nicht unterschiedliche. Also das ist jetzt der Fall, wie es eben gedacht ist. Man hat eben eine Anwendung, die hat man ein Repository, das packaged man und das deployt man dann. Möglicherweise in unterschiedlichen Umgebungen, aber man hat hier nicht den Zustand, den man hier vielleicht sieht, wo man hier ein Repository 2 hat, da ein Package, und dann deployt man das. Also man hat ein differentes Repository, wo man dieselbe Anwendung drinnen hat, nur weil es in QA oder in Production das vielleicht gleich unterschiedlich ausschauen soll. Das ist also, was es gibt, auf jeden Fall zu vermeiden, eigentlich zu untersagen. Ja. Ist nun auch nicht, ist aber, ja, ich sage jetzt mal, noch immer durchaus gang und gäbe. Was natürlich auch nicht sein sollte, man sollte also nicht in einem Repository mehrere Applikationen drinnen haben, und da eben Vermischung. Da gibt es jetzt nicht viel Großartiges herzuzeigen. Und dann habe ich noch die
die Anwendung, die Webseite, wenn sich jemand anschaut, die gibt es in Englisch und ganz unten gibt es einen Link, da kann man es auch in Deutsch und in Japanisch und Spanisch, keine Ahnung was, anschauen. Ich habe da mal gerade die deutsche Seite aufgemacht. Wenn man sich das anschaut, also in meinem Beispiel, dann beziehe ich mich einfach auf dieses GitHub Repository. Da ist jetzt nichts Tolles drinnen. Da ist einfach meine Source drinnen. Mein Hello-Service, so die Maus da auf dem Gastisch mag ich so nicht. Und habe da einfach halt meine zwei Klassen drinnen, die halt hier meine Applikationen bedeuten. Das Einzige, was hier halt noch zusätzlich ist, das sind einfach die Shell-Scripts, die ich dann halt in der Demo einfach durchgehe. Also falls jemand sich dann anschaut, das sind die Shell-Scripts einfach hier zum Beispiel. Wie geht man in dem Kontext dann mit Libraries oder einer Komponente um die Nähe? Okay. Kommen wir dazu. Geht alles da rein. Also das ist aber der erste Umstand, den man zu beachten hat, dass man hier mit einem Repository, mit einer Applikation da drin ist. Da kommen wir gleich zum zweiten Punkt. In der Realität hat man natürlich dann irgendwelche Dependencies, die man hier deklarieren muss, ob das jetzt so ausschaut oder wie auch immer, es soll dann demonstrativ sein. Also man soll natürlich die Dependencies deklarieren und sie entsprechend auch darstellen, je nachdem welche Entwicklungssprache man verwendet. Also das gilt nicht nur alles für Java, das gilt im Prinzip für jede Entwicklungssprache, die man heute verwendet. Gibt es also irgendein Build-Tool, ob das NPM für Node.js ist oder Maven oder was auch immer ist. Und in dem schreibe ich meine Dependency rein. Ja. Das heißt, wir haben hoffentlich da in dem Repository, da eine POM-XML drinnen stehen, die ist jetzt natürlich nicht so genial drinnen, License Properties, Dependencies. Und da stehen einfach die Dependencies drinnen. Ja. Die man einfach verwendet. Was wichtig ist, man bringt die Dependencies nicht in sein Code-Repository hinein, sondern man verwendet die einfach als Referenzen dorthin. Ja? Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man zu beachten hat. Ja? Wie gesagt, dazu hat man dann ein Maven oder ein NPM oder welche Sprachen man immer verwendet, um diese Dependencies dann aufzulösen. Jetzt ist der Sprung auf den fünften, weil das ist natürlich dann immer der interessanteste. Das heißt eben dort, dass man ein Build, ein Release und ein Run macht. Und das immer dediziert zu trennen. Also es wird ein Build gemacht, wenn der erfolgreich ist und wenn das funktioniert, dann macht man Release und dann kann man das laufen lassen. Das ist jetzt ein bisschen, wenn man sich das jetzt mit Java jetzt, das gilt für jede andere Programmiersprache genauso, muss man sich halt jetzt abstrahieren. Ein Build, wenn ich ein Build mache, mache ich das über ein Continuous Integration Tool und bekomme dann daraus ein VAR, ein JAR-File, ein EAR-File, was auch immer ich jetzt da je nach Umgebung habe und erzeuge damit einmal ein Bild. Im Falle von Containersystemen gehe ich dann dazu über und beim Release packe ich das zusammen, das heißt, was ich gebildet habe, und packe das in meinen Container, in mein Container-Image. Ob das jetzt ein Docker-Image oder ein anderes ist, ist eigentlich egal, aber ich baue das dort ein. Und was da auch steht, ich kriege eine Unique ID auf jeden Fall. Das heißt, dieses Image hat auch eine Unique ID, eine Versionsnummer, die unique ist, die nicht die vorhergehende und auch nicht die nachfolgende. Ich kann das 100% wieder erkennen, dass das genau dieses Image ist. Und im Falle von OpenShift oder Containerplattformen lasse ich dann diese Instanz einfach laufen und kann mir also anschauen, was da passiert, kann das und so weiter. Wenn wir uns das anschauen, muss man jetzt dann auf die Konsole wechseln. Und
Sharefile, Target müsste es jetzt sein, habe mein Target Sharefile einfach gebaut. Wenn ich den Release mache, wir können dann wird ja das Jar-File in dem Fall wird eingepackt, was auch immer jetzt da im Container gebaut wird, mit welchen Optionen, und dann wird das Jar-File in die Registry geladen. Wir haben in OpenShift sowohl die Möglichkeit, über Command-Line-Interface das zu machen, das ist das, was wir jetzt gerade machen. Wir können das über das Web-UI machen, wir sind jetzt gerade das eingepackt. Ich habe ein Image bekommen, das ist also den Namen 12-Factor-Dev, my 12-Factor-Up, mit dem Tag-Latest hat, also das Neueste, was gebaut worden ist. Und wir können das natürlich auch über die UI machen. Wenn wir da auf OpenShift hingehen, sehen wir da unser Projekt. Und können da unter Images nachschauen. Und sehen da ist ein Image drin mit dem Take Latest. Und wenn wir das anklicken, dann habe ich da also hier einen Identifier, der hier gebaut worden ist, den ich mir also hier einfach sehe, dass ich den hier. Die Kurz vom latest Image ist einfach dieser Code unter der Sync. Das ist ein langer Hashkey. Aber ich habe einmal jetzt dieses Image gebaut. Und wenn wir das später sehen, ich werde mich immer wieder auf dieses Image referenzieren. Wenn das Image. User das angelegt. Thank you.
Run? Ja, das sollte aber. Oder ist das gut? Okay, das ist da. Das ist gut. Also wäre es nicht da. Was wir jetzt gesehen haben kurz, war, dass er eben das Deployment, das er jetzt gemacht hat, das war zuerst aber nicht da, deswegen nur noch immer. Ich glaube, das war das erste Mal, dass du mit dem RAM ausgeführt worden ist. Habe ich nicht ausgeführt? Okay, ja. Gut. Mein Fehler. Okay. Also bei diesem RAM nicht ausführen kann ich es natürlich nicht sehen. Was wir gesehen haben, ist, dass der Container da jetzt gestartet worden ist. Der wird zuerst grau. Wenn er gestartet wird, wird dann hellblau, wenn er läuft, und dunkelblau quasi, wenn der Container bereit ist. Und in dem Skript hat er mir dankenswerterweise auch die Moonlight-Leitung gelegt, die ich anklicken kann. Die kann ich von da anklicken. Ich kann sie aber auch von da anklicken. Das ist natürlich jetzt nicht die richtige, weil ich ja in der Applikation noch eine Null brauche dahinter. Open Link. Wo ich dann einfach hier ein Hello bekomme. Und der gibt mir netterweise auch den Container aus, mit dem er gestartet worden ist. Also da steht halt so eine komische Hello, MyFactor 2, -P1 irgendwas aus. Das ist jetzt eine zufällige Nummer. Die war einfach eindeutig auch wieder um S. Die brauche ich mich nicht zu kümmern. Also gut, solange ich keinen Anmache, kann es natürlich auch nicht geben. Gut. Wenn wir dann weitergehen, wenn wir hier Konfigurationen vergeben wollen, dann sollten natürlich zum Beispiel immer Environment-Bedingungen mitgegeben werden, je nachdem in welchem Environment, auf jeden Fall nicht, dass ich sie immer nur reinschreibe. Was wichtig ist, ich soll diese Environment-Dinge nicht in die Applikation dazu packen, weil sonst müsste ich ja jedes Mal wieder ein Bild machen, ja, oder ein Package oder was auch immer, sondern ich übergebe das eben als Environment-Parameter. Und wenn wir das jetzt machen, 03 config, und wir sind schnell genug, und schauen uns daher. Wenn wir jetzt neue config übergeben, was passiert ist, der eine Container läuft noch, ja, der neue ist gestartet worden, und in dem Moment, wo der gestartet worden ist, wird der alte beendet. Und ich habe eine neue Konfiguration mitgegeben, und wenn ich jetzt meine Applikation wieder aufrufe, ist halt hier der Text geändert worden. Das ist jetzt not rocket science, aber die Applikation verhält sich jetzt einfach anders. Wir haben gesehen, dass der Container relativ schnell gestartet wird, hängt natürlich wieder von der Applikation aus, kann ich hier meine Konfigurationen sehr schnell ändern. Ich kann es natürlich auch wieder rückgängig machen. Ja. Das lässt sich hier mit relativ schnell lösen. Und OpenShift sorgt zum Beispiel dafür, dass der alte Container dann beendet wird, wenn der neue da ist. Also um das brauche ich auch nicht zu kümmern. Ja. Das ist halt ein Feature, das ich eben von der Plattform zur Verfügung bekomme. Gute Frage. Ja. Das heißt, in dem Config ist auch was laufen lassen, ist der Release und der Unstep drinnen. Nein. Oder? Sondern die Environment-Variablen werden geändert. Im Deployment-Config. Wenn es wenn wir da hingehen. Dann war einfach das Printing und ist ersetzt worden. Ja. Und dadurch, dass das Environment geändert worden ist, hat er gesagt, na gut, dann muss ich also jetzt das Deployment neu machen. Also. Ja. Damit habe ich einfach erzielt, dass meine Anwendung sich anders verhält. Wenn ich dann jetzt für meine Anwendung dann vielleicht irgendein externes Service brauche, wenn ich ein externes, das halt zu meinem Projekt dazugehört, eine Datenbank oder einen Mail-Server, was auch immer habe, dann wird das eben als Service dazu attached. Und das kann man dann sich so vorstellen. Die
deploy eine Datenbank. Und wir sehen es da unten jetzt. Da wird die Datenbank gestartet. Die ist jetzt natürlich eine generische Datenbank einmal. Das ist ein Standard-Service, den ich zur Verfügung habe. Und dort halt je nach Datenbank, je nach Größe, was auch immer, wir sehen, der läuft auf Port 306, kann dann hier schreibt dann irgendwo einen Datensatz hinein und kann jetzt auf meine Anwendung gehen. Und bekomme halt den Datensatz aus der Datenbank raus. Ja? Wir haben auch gesehen, der andere Pod ist restartet worden, weil dem musste natürlich mitgeteilt werden, wie er seine Datenbank erreicht. Bis jetzt haben wir natürlich alleine gestartet, da hat er nur keine Datenbank. Das heißt, dem sind jetzt wiederum Environment-Variable mitgegeben worden, damit er die Datenbank findet. Ja? Aber es ist kein neues Bild gemacht worden oder sonst irgendwas, der dahinter liegt. Das könnte ich natürlich, sehen wir aber eh gleich im nächsten Beispiel. Dann ein Prinzip für diese ganzen, wie sie dann heißen, so Microservice, die man hier schreibt, die sollen natürlich im Prinzip stateless sein. Ja? Ein anderes Thema ist API first, das heißt, man soll sich also auch überlegen, wie man das Ding ansprechen kann von außen her. APIs, Share Nothing ist halt ein anderes Topic. Heißt natürlich nichts anderes, als dass man die Daten nicht in der Applikation hält, sondern eben in einer Datenbank. Ob die Datenbank jetzt innerhalb meiner Plattform läuft, oder wenn ich, so wie man es beim Vortrag, vorvergehenden Vortrag gehört habe, als externe Datenbank läuft, ja, ist unerheblich. Auch die hat am Ende des Tages, was hat sie? Sie hat irgendeinen Hostnamen, sie hat einen User, ein Passwort oder sowas, das übergebe ich dem einfach. Ja. Es gibt im OpenShift auch Möglichkeiten, diese Konfigurationen als Secrets zu übergeben, sodass man sie dann natürlich nicht sieht. Ja? Das heißt, wenn er einfach Secrets definiert und nur innerhalb des Pods kann man auch zugreifen. Das nächste, was natürlich interessant ist, wir haben jetzt gerade gesehen, die Datenbank ist gestartet worden auf dem Port 306. Jetzt könnte es vielleicht notwendig sein, dass wir mehrere Services haben oder zufälligerweise haben die alle die Eigenschaft, dass die auf dem gleichen Port starten, oder also, wenn ich jetzt in meinem Projekt vielleicht mehrere Applikationen habe und die starten alle brav auf 8080 oder so, dass ich da irgendein Problem bekommen könnte. Das heißt, man kann hier die Ports nach außen hin mit einer anderen Nummer exportieren. Und ich könnte sagen, okay, meine Datenbank läuft jetzt auf den Port 5000. Und das Mail-Service läuft auf irgendeinem anderen Port um irgendwelche Konflikte oder ich möchte irgendwelche Standards einführen und die Applikation selber, oder ich habe meine Applikation, die auf 8080 läuft und nach außen habe ich sie über Port 80 erreicht oder sowas. Ja. Das muss ich jetzt nicht in der Applikation hier was ändern, sondern ich kann das eben hier wieder von außen starten. Beispiel halt, okay, ich definiere das halt in meinem MySQL Service Port. Dann findet er das dort. Da ist also jetzt geswitcht worden. Okay, das läuft zwar intern nach wie vor auf dem 3306, aber wenn wir da auf das Service zum Beispiel hinklicken, dann sehen wir, das ist der alte, der hat er nicht weggenommen, aber er sagt, nach außen hin bin ich auch auf dem Port 5000 zu erreichen. Das heißt, ich habe hier eine Repräsentation
meines Services MySQL, das da unten in dem Pod läuft, das nach außen hin aber unter einem anderen Pod erreichbar ist. Ja? Völlig losgelöst. Ja? Ich bin da nicht darauf gebunden, auf irgendwelche Standards. Ich kann die jederzeit verändern und damit meine Applikation auch wirklich funktioniert, der findet man auch immer die Daten aus der Umgebung. Natürlich ist dem da jetzt mitgeteilt worden, jetzt sucht das bitte unter 5000 die Datenbank und nicht mehr unter 3306, wenn das halt Standard wäre. Ja. Bei den meisten Operationen, die jetzt gemacht wurden, ist der erste Pod immer restartet worden automatisch. Ja, wenn ich den natürlich Parameter ändere, dann wird er restartet. Ja. Okay, verstehe. Ja. Das geht jetzt gut, weil es so ein schnell startender Prozess ist. Ja. Wenn ich jetzt einen Prozess habe, der 2 oder 3 Minuten braucht, möchte ich ja gerne, wenn es geht, weil ich kann ja in Application genauso ein Reconnect mit der Datenbank geben, zum Beispiel. Mhm. Wenn ich sagen, ich möchte den Pod nicht starten, sondern der wird das schon selber bekommen, wenn er die Verbindung verliert, weil er gewechselt wurde, dann wird er schon Reconnect machen. Kann man das einfach konfigurieren? Nein, ich kann konfigurieren, ob das Deployment automatisch passieren soll mit der Parameter, aber irgendwie muss ich sie mir mitteilen. Und das kann ich nur über die Variante, dass ich jedes Jahr muss ich sie mitteilen, dass er jetzt woanders hingehen muss. Weil sonst hätte ich ja wieder hardcodiert drin und suche auf 5000, 6000 und 7000 oder sowas. Ne? Das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Was aber wichtig ist eben, dass der alte Pod ja nicht beendet wird, solange der neue nicht gestartet hat. Ne? Warum der jetzt den Port auch nicht weggenommen hat, unten ist nämlich genau der Grund, damit jemand auch noch Zeit hat, umzuschalten. Weil sonst hätte ich ja in der Zeit, wo ich die Daten mal umkonfiguriere, 5000, das ist sofort aktiv heraus. Der ist aber noch nicht fertig mit seiner Restart und geht auf 5000 oder geht noch immer auf 3306 suchen. Ja? Deswegen nimmt man natürlich zuerst den oder gibt man den neuen dazu und nimmt dann den anderen Aspekt, wenn man fertig ist. Ja? Ja? Aber wichtig ist, dass die Applikation mit der Methode trotzdem die ganze Zeit verfügbar ist. Ja? Okay. Dann ist natürlich das berühmte Beispiel, dass man natürlich scalen sollte. Und zwar scalen dort, wo man es auch braucht. Und in der Form, in der man es braucht. Wenn man größere Applikationen hat, man weiß es am Anfang gar nicht, wer braucht denn eigentlich wie viele Ressourcen. Man rechnet das natürlich hoch, die Entwickler tun das ja alle brav und man macht Lasttests. In der Realität schaut es halt dann immer anders aus. Und irgendwann einmal kommt man halt auf so eine Konstellation, fürs Web brauche ich so und so viel für die Worker, so viel Cloud, dann weiß ich nicht, wie viele Ressourcen ich da zur Verfügung habe. Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann einfach Scale-up oder Scale-out machen. Das heißt, Scale-up würde natürlich heißen, im Container einfach mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, also nicht die Anzahl der Cores, die Anzahl des Memory zu verändern. Oder eigentlich viel besser, ein Scale-out zu machen, sodass man eben einfach mehrere Container startet. Klar, ich bin auch schon ein, zwei Tage in der Branche. Nicht jede Applikation, die wir in den vergangenen Jahren geschrieben haben, ist dafür geeignet. Ja. Aber das muss halt einfach das Ziel sein. Es gibt ja, wir haben es ja zuerst gehört, das Prinzip, das hier umgesetzt wird, zum Beispiel, es werden einfach Container regelmäßig gekübelt, um zu checken, um zu checken, ob das alles so funktioniert, wie das gedacht ist. Das auch wirklich regelmäßig zu testen, einfach, dass das ganze System so funktioniert. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wie kann sowas eben mal ausschauen? Ich schalte es jetzt mal da oben. Wir sehen da im Hintergrund, das sind wir jetzt so toll, wir sehen, das Scale darauf ist jetzt gerade hellblau. Wir kriegen noch immer die Antworten vom ersten. Das sind wir, und jetzt haben wir schon die erste Antwort vom zweiten und vom dritten bekommen. Und ich kriege einfach die Antworten von den drei Bots permanent. Ich kann natürlich genauso hergehen. Ich kann das, also jetzt ist es per Kommando gemacht worden. Ich kann natürlich da genauso hinklicken und sagen, okay, starten wir dann am vierten.
und den müssen wir dann auch irgendwann einmal sehen, wenn der da ist. Müssen wir uns die Nummern merken, die da hinten auftauchen. Wer kennt das erste? Der GL00? Nein, der 05XB2. 05XB2, genau. Ja? Okay. Das heißt, sind einfach da und antworten mir, je nachdem, wie sie skalieren. Ich kann natürlich genau das Gleiche auch wiederum da runter skalieren. Dann wird halt einer beendet und ich habe einfach weniger Ressourcen. Dazu muss man natürlich noch sagen, ich habe da jetzt natürlich in meiner Umgebung genau nur einen Node, der bei mir natürlich die Last handelt. In klassischen Umgebungen hat man natürlich mehrere Nodes und dann mit der OpenShift werden die Nodes gebaut auf die Nodes, die halt entsprechend die, gelabelt sind. Und man kann natürlich auch sagen, bestimmte Dinge kommen auch nur auf bestimmte Nodes. Oder auf der anderen Seite, wo ich halt entsprechend Ressourcen habe, wenn ich auch. Gut. Dann ist also das Prinzip, was die halt gesagt haben, ja, sie sagen halt robust, schnell, graceful shutdown, das ist also eine wichtige Sache. Man kann eben wirklich nur scalen, wenn man also schnell starten kann, und das ist natürlich auch wichtig immer wieder, wenn der Pod die Möglichkeit hat, einen graceful shutdown zu machen. Das ist also bei der einen oder anderen Datenbank, habe ich schon einmal gehört, das ist halt ein Problem, wenn man halt die Verbindungen nicht auflöst, weil halt dann die Datenbank irgendwelche Ressourcen nur hält oder was auch immer. Also es ist halt zu empfehlen, hier auch einen Graceful, sofern es geht. Wenn natürlich der Bot sich verabschiedet, weil da irgendwas passiert, dann natürlich kann Graceful Shutdown machen. Ich habe zuerst erwähnt, wir machen so einen Health-Check, das heißt also, der Pod wird erst dann in dieses Load-Balancing aufgenommen, wenn er in diesen Health-Check in Ordnung gegangen ist. Es ist aber auch genauso, man kann genauso einen Liveness-Check machen, das heißt, wo man überprüft, dass der Pod noch läuft, geht der Liveness-Check quasi negativ aus, dann wird der Pod einfach gekübelt und es wird ein neuer gestartet. Klarerweise ein typisches Beispiel, Java out of memory, das Ding rennt noch, schaut so aus, als ob alles tut, aber in Wirklichkeit kriegt man halt keine Responses mehr, wenn man das hat. Und damit kann man halt mit diesem Liveness-Check das erreichen, dass man aus einem out of memory banal in den Griff bekommt. Wie schaut das dann aus natürlich? So, schalten wir den Hintergrund mal wieder um. Also wir haben jetzt 3 Grad laufen. Der hat jetzt 2 deleted und startet natürlich wieder neu. Jetzt kriegen wir wieder nur von einem die Antwort und er startet einfach den neu. Das Delete ist halt nichts anderes, als wo man halt den beendet. Aber es steht natürlich noch immer in der Konfiguration drin und bitte betreibe 3 Stück dafür. Das heißt, da gibt es einfach einen Controller, der darauf achtet und in dem Moment, wo halt diese Stückzahl nicht da ist, startet er den neuen Container. Und ich habe das damit erreicht, dass das passiert. Ja, dann ist das Thema, dass man natürlich die Umgebungen, typischer Fall, ja, ich habe das hier auf meinem Rechner ausprobiert, auf meinem Laptop oder auf meinem, weiß ich nicht was, ausprobiert. Ja, aber es ist ja nicht mein Problem, dass das jetzt in der Staging, in der Produktion ja nicht läuft. Ich bin fertig, es war alles bestens, so dieser typische Fall. Das heißt, man sollte natürlich schauen können, dass man das eben hier die Umgebungen so weit wie möglich ident haben. In dem vorhergehenden Vortrag haben wir hier wurden mehrere Cluster aufgebaut für eben unterschiedliche Stages. Das hängt halt immer mit den Gegebenheiten ab, die man hier hat. Oder ich weiß nicht, den Security-Vorschriften, den Netzwerk-Vorschriften, Zonen, die wir vielleicht einhalten müssen, dass wir hier mehrere auch noch. Prinzipiell ist es hier natürlich die Möglichkeit, dass wir einen gesamten Cluster über komplett unterschiedliche Umgebungen hier betreiben können. Das heißt, die Nodes können
virtualisierte sein, das können physische Nodes sein, da könnte auch ein Node drinnen sein, der in den Cloud-Anbieter läuft, weil ich für Development gerade kurz Ressourcen brauche, habe ich eine Node, der halt bei den Cloud-Anbieter läuft. Ich kann permanent Nodes dazu bringen und auch wegnehmen. Aber ich habe damit die gleiche Umgebung und die Möglichkeit, sagen wir mal so, wenn ich hier jetzt keine Security, netzwerktechnische und sonstigen Vorschriften habe, die mir das verhindern. Ja, und das Wichtige ist eben, dass man hier alle Stages immer mit dem gleichen Image betreut. Wenn man sich das jetzt anschaut, da soll halt dargestellt werden, wir deployen jetzt eine Staging-Applikation, die hat hier komplett deployed wird. Es wird aber kein Bild gemacht, sondern ich beziehe mich einfach wieder auf die auf das gleiche Image. Das heißt, da wird jetzt wieder der Container gestartet. Und der sollte jetzt das gleiche Image da haben, mit exakt derselben Nummer, dass ich jetzt hier in meiner anderen Umgebung genauso starte. Damit kann ich einfach das Image weiterreichen, wenn ich denn das tue. Wie wird das gemacht? Das passiert auch wiederum mit solchen Labels, die überall eigentlich verwendet werden. Einfach wenn man sagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt bin ich mit meiner Entwicklung fertig, dann label ich das mit dem Tag Stage und der in der Staging-Umgebung hört zum Beispiel eben auf den Namen Stage und deployt das dann in der Umgebung. Damit bekomme ich einfach dasselbe Image in der Umgebung. Ja, und dann wird die andere noch aufrufen. Kann da fehlt noch die Verweis dahinter. Jetzt in meiner Staging-Umgebung. Eventuell wieder mit anderen Environment, bei einer anderen Datenbank und anderen Umgebung. Aber das überspreche ich jetzt. Wie komme ich ans Logging ran? Das ist natürlich also auch ein entscheidender Fall. Das heißt, prinzipiell wird aus dem Prozess einfach ein Logging-Stream rausgeschoben und was ich mit dem dann tue, wohin ich den bringe. Also wir liefern beim OpenShift, wenn es gewünscht ist, Fluentd, Elasticsearch und Kibana aus, wo einfach die Logfiles hineingeschickt werden. Ich kann das nehmen, ich kann vielleicht eine eventuelle Umgebung, wo ich schon externes habe, verwenden. Das steht mir natürlich frei. Ich kann aber natürlich genauso einfach hier auch von der Command-Zelle, wenn ich dann auch wiederum das Recht habe, also wir müssen vorsichtig sein, weil ich kann da jetzt in viele Dinge in vielen verschiedenen Umgebungen, das kann man natürlich über Rechte entsprechend steuern, aber ich kann einfach das Log-File von einem Container mir ausgeben lassen, hier, was auch immer ich jetzt damit mache, ich kann aber genauso, wenn ich jetzt in die Umgebung gehe, das Projekt wieder. Ich kann mal einen so einen Container anklicken und ich kann mir das Logfile mir anschauen, live, wie es ausschaut, was in dem Logfile drin steht. So, dann fehlt jetzt nur mehr. Und zwar, normalerweise hat man eben in dem Container
den Main-Prozess, den Service, was auch immer das Sekundäre machen soll, man sollte auch da drin eigentlich eine Administrationsumgebung haben, um dort drauf zu arbeiten und nicht eine externe, die das tut. Ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen das Einfachste, wir können das von der Command-Line machen, wir können das aber einfach auch hier, wenn jetzt jemand aufgepasst hat, dann kann ich hier einfach innerhalb des Containers hier drauf zugreifen und was auch immer da. Kann hier auf meine Support direkt drauf zugreifen und ihn erhalten. Wie gesagt, das ist natürlich nett als Entwickler in seiner Entwicklungsumgebung. In der Abnahme wird es vielleicht schon ein bisschen eingeschränkt sein in der Produktion. Ich weiß nicht, wie Sie es handhabt, aber möglicherweise hat der Entwickler die Möglichkeit, aufs Logfeld zuzugreifen, aber sonst nichts. Also ein anderes Ding. Bitte? Ja, ich sehe, auf die Logfiles kriegt der Entwickler, aber mehr kriegt halt der Entwickler nicht so lange. Aber das halt natürlich in der geordneten Form. Gut. Ja, das wären so quasi die 12 Faktoren einer 12-Factor-Application, die es zu berücksichtigen gibt, und dann macht das Leben sowohl für die Entwicklung als auch für den Betrieb etwas einfacher. Wie gesagt, es ist eine Methodologie, die Technologie und Entwicklungssprache völlig agnostik ist. Kann man im Prinzip mit jeder heutigen Sprache beachten. OpenShift ist auch quasi Technologie und Sprachagnostik. Wie gesagt, wir verwenden heute, Stand heute, Docker als Containerplattform und Kubernetes als Orchestrierungssprache und sind immer on top, haben da einen Mehrwert. Beginnt eben beim Aufsetzen, wie wir es im vorherigen Vortrag gehört haben, geht über Security, dass wir eben so ein Logging-Stack gleich mit dazu, dass wir Monitoring-Stacks dazu anbieten, dass wir Images zur Verfügung stellen, wo es ein Red Hat Enterprise Linux drinnen ist, wo ein JBoss drinnen ist, wo ein Fuse drinnen ist. In der Methodologie wird das an sich so nicht angesprochen, aber es ist einfach perfekt passend für Microservice Container, CI/CD Tools. Wie ich meine Bild mache, ob ich das jetzt per Kommando mache oder aus meinem Herzen heraus, das ist ja dahingestellt. Das sind einfach Kommandos, die ich hier absetze. Weitere Informationen, da nochmal die URL bzw. die Applikation ist unter dem Grund zu finden. Da ist noch der Hinweis, auf developersradar.com gibt es noch einen Download. Es gibt auch dort ein Development Kit, womit ich das OpenShift einfach installieren kann bei mir auf meinem Notebook oder manchmal anfangen kann. Beziehungsweise seit vorgestern gibt es ein Ding, das nennt sich Minishift. Glaube ich, ein 20 Megabyte File, das man runterlädt und dann sagt man Minishift Start und von Windows wieder mit der Box gestartet und alles installiert und ich habe eine komplette Entwicklungsumgebung, so wie ich sie hier gerade verwendet habe, zur Verfügung, ohne dass ich eine einzige weitere Zeile eingeben muss. Das dauert 7-8 Minuten oder sowas, wenn man entsprechend Internet verbindet. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Fragen? Gibt es Erfahrungswerte, eine normale Applikation von, sagen wir, nicht 12-Factor-App auf 12-Factor-App umzuschreiben? Schwierig, sage ich jetzt einmal, weil es hängt natürlich davon ab, was man da drinnen gemacht hat. Wenn man eben, ich sage jetzt einmal, dort alles hardcodiert hineingeschrieben hat mit den Verbindungen und ähnlichen Dingen. Ja, meistens ist es eine Konfigurationsfile. Ja. Dann hat man das Problem, das ist dazu gepackaged. Ja? Also solche Dinge muss man rausnehmen. Es hängt halt davon ab, wie es einfach gemacht wurde. Also wir haben ja gehört, die Konfigurationsfiles und ähnliche Dinge werden genauso in ein GitHub abgelegt und sind dort zur Verfügung und damit für das Projekt definiert. Und ich sehe sie einfach, ich kann, äh, und ich
habe es revisionssicher, das heißt, ich weiß auch, wann das geändert worden ist und wer es geändert hat. Ist aber schwer zu sagen, ist wirklich schwer zu sagen, hängt viel von der Applikation ab. Ich sage mal, das ist 15 Jahre, das ist wahrscheinlich schwierig oder ich sage mal aufwendig. In den letzten Jahren hat man die einen oder anderen Dinge in einer gewissen Art und Weise ohne dies schon betrachtet. Vielleicht nicht in der vollen Umfang, aber das was halt der nächste Schritt ist, einfach zu lernen, dass die Applikation wirklich jedenzeit gekillt werden kann und einfach restartet und dass sie einfach funktioniert. Und das ist der Weg. Und wie gesagt, die Kollegen haben ja schon erzählt, sie arbeiten daran, das professionell, so wie das halt, wie heißt da, Netflix, bei Netflix hat man das gebaut, da hat man einfach von Anfang an gesagt, eure Container, Box, eure Services werden einfach regelmäßig abgeschossen, um sicherzustellen, dass egal wer wann wo abgeschossen wird, dass das Ding trotzdem am Ende des Tages noch läuft und das permanent so gemacht, um einfach eine Stabilität, einen nächsten Schritt einer Stabilität hineinzubekommen. Aber es ist jetzt schwer zu beantworten, dass es in einzelnen Projekten läuft. Gibt es noch Repositories selber, also die Repositories, sagen wir GitLab oder Gox. Was ist eigentlich ein important best practice? Hostet es einen lokalen Container, einen Pod, einen Node zum Beispiel oder extern? Was bedeutet ein Frame? Es ist völlig egal, weil ich greife nur eine URL an, ich muss die URL erreichen können. Ob für die Republic theoretisch auch, also ich habe jetzt eine Public verwendet. Ja. Also natürlich wird es im Unternehmen irgendwo innerhalb des Unternehmens sein, welches es ist, Geschmäcker und Ohrfeigen und worauf man halt besser. Bitte? Kommen wir zum Datenbankthema. Ja. Guckst du, also ich weiß nicht, ob Sie in der Post jetzt oder nicht benutzt haben. Wenn das nicht der Fall ist, geht es halt die Datenbank. Da gibt es ja wieder so, braucht der Post jetzt Datenbank, kann man außerdem nichts kompensieren. Also wir, unser Internet, da weiß ich, ist ein Center-Data-Frame. Okay, das ist recht anleitend. Das ist eigentlich nicht mehr ein Problem. Nicht mehr genau. Ja. Wobei, ist mir jetzt immer die Frage, wenn ich jetzt. Was jetzt mein Zweck oder wie auch immer, ich muss mein Postgres, muss ich mir einen Container überlegen, wo habe ich mein Persistent Store, wie gehe ich damit um? Ja? Ihr seid auch noch dabei, den Persistent Store händisch zu administrieren, mit dem nächsten Schritt kommt sie da raus aus dem Thema. Persistent Store ist nicht das Problem. Das Problem ist das Thema. Wenn ich wirklich ein Point-in-Time-Recovery brauche, muss ich meine Variablog sichern und der Postgres ist das. Und das ist aber ein Container. Ist es machbar, ist es okay? Schafft man, aber es ist also wieder auch anfangen. Ja, wobei, ich denke mal, Point in Time brauche ich beim Source Code nicht wirklich, weil da muss halt der Entwickler nochmal einen Commit machen. Also, ich sage mal, da bin ich beim Source nicht ganz so, denke ich mir. Aber die Frage ist, was mag denn den Entwickler wieder zusagen? Das Binary von Postgres ist nicht das Problem, es ist praktisch die Daten, die drauf liegen. Ja, aber das kann ich ja in einem Persistent Volume machen. Jetzt muss ich natürlich das Persistent Volume, wo ich auch immer das habe, trotzdem sichern. Ja? Ja. Klar, also wir können auch nicht zaubern. Wir benutzen einfach die Dinge, die da sind, ja? Die können wir verwenden. Es wird auch daran gearbeitet, genauso wie in 3.5 sind Features Richtung Stateful Applications gekommen. Ja? Wo also jeder Container dann auch wieder tatsächlich sein Storage auch auf einem anderen Node, wie auch immer. Natürlich muss ich das so installiert haben, dass der andere Node auch auf den Storage hinkommt, aber dass der garantiert auch denselben Storage bekommt. Die Pods haben eine fixe Nummer und was weiß ich was. Es sind so ein paar Dinge reingekommen, wenn die Leute auch sagen, sie wollen halt auch Stateful Applications darauf betreiben. Ja. Garantieren kann ich nicht, dass jede Applikation, die jetzt existiert und stateful ist, dann nicht funktioniert. Aber man geht halt da auch in die Richtung, um dem entgegenzuwirken und zu sagen, ja, du kannst, wenn es sein muss, auch stateful Applications machen. Okay? Andere Fragen? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen schönen Abend.